Ich habe meinen Bachelor als Freiwilligendienst gemacht, weil ich nach dem Abitur erst nochmal was anderes kennenlernen wollte, bevor ich mit einem Studium oder einer Ausbildung anfange. Und da ich mich schon sehr lange für soziales Engagement, besonders für Menschen mit Behinderung, interessiert habe, dachte ich, dass es die beste Möglichkeit ist, einen Bachelor als Freiwilligendienst mit BIPOC zu machen. Ja, mein Wunsch, den gibt es schon ganz lange, dass ich Deutschland mal verlasse und im Ausland lebe. Also ich wollte einmal im Leben das mitmachen, wie das ist, im Ausland zu leben und auch im Ausland zu zeigen, dass Menschen, die eine eigene Behinderung haben, trotzdem im Ausland leben und arbeiten können. Und ich habe viele andere Organisationen mir angeschaut und ich bin gehörlos und habe dann BZEF entdeckt, die das für Menschen mit und ohne Behinderung organisieren. Ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Wir hatten eine tolle Korrespondenz mit unserer Ansprechpartnerin Steffi und es hat sehr viel Spaß gemacht in den Seminaren. Wir hatten eine tolle Gruppe. Wir haben nur, glaube ich, eine Gruppe von 15 Leuten gehabt und wir hatten super Kontakt untereinander. Wir konnten uns austauschen, sehr persönlich und hatten eine richtig tolle Gruppendynamik. Und das sieht man auch in den Seminaren. Und da haben wir auch immer da gemerkt, dass es einfach eine richtig schöne Atmosphäre immer war. Und ja, das hat uns auf jeden Fall alle ziemlich gut vorbereitet. Wir hatten einfach tolle Themen und durch so eine Gruppendynamik haben wir sie halt nochmal besser verstanden und es hat einfach sehr geholfen, sich auf das Jahr vorzubereiten. Während des Jahres konnte ich mich immer an sie wenden und es hat immer gut geklappt mit der mit Fragen oder Problemchen oder wenn es mal was gab, wo man sich halt melden musste, dann hatte ich nicht nur meine Familie in Deutschland, sondern eben auch BZEF, die sich um mich gekümmert haben und es hat immer sehr gut geklappt und deswegen würde ich BZEF auf jeden Fall als Entsenderorganisation empfehlen. Also es ist eine Herausforderung auf jeden Fall, aber es ist unglaublich positiv. Also man kann da sehr, sehr viel von mitnehmen und sehr, sehr viel einfach von diesen Menschen lernen, die einfach auf ihre Art ganz besonders sind. Und jeder hat krasse Talente. Der eine hat ganz viel mit Kunst gemacht und es war wahnsinnig beeindruckend. Der war auch gehörlos. Und die hatten halt alle Formen von Behinderung und auch viel, glaube ich, keine Familie mehr, aber was man einfach von denen mitbekommen hat, was ich, also das werde ich nicht vergessen, so, es sind sehr, sehr besondere Momente immer wieder gewesen, auf jeden Fall. Ein Traum, ein Paradies, das zu erleben und auch zu, so die Geschichte zu hören, wie sie wirklich ist, auch nicht nur die Sachen, die positiven Sachen, auch mal darüber zu reden, was so dahinter steht, was die Leute beschäftigt, die Menschen. Ja, auf jeden Fall viel selbstständiger geworden. Ich meine, es war mein erster Flug, mein erstes Mal außerhalb von Europa. Und da wächst du natürlich an jeder Aufgabe. Ich wurde einfach ins kalte Wasser geschmissen. Du merkst einfach, es geht dann halt irgendwie einfach, du musst einfach machen und dich trauen. Also ich wurde sehr selbstständig. Ich hatte viel Zeit, um mich auch mit Sachen zu beschäftigen, für die ich vielleicht in Deutschland noch keine Zeit hatte, vor allem, weil ich ja auch Abitur gemacht habe und da ja eh alles sehr stressig ist. Dementsprechend konnte ich auch viel Zeit dafür nutzen, einfach mal zu lesen oder diese neue Kultur auch kennen oder diese für mich ja fremde Kultur kennenzulernen und mich völlig darauf einzulassen, ohne komplett gestresst zu sein und ständig irgendwelche Aufgaben machen zu müssen, sondern das einfach mal genießen, auch woanders zu sein und neue Sachen zu entdecken und Erfahrungen zu machen. Mit Gehörlosen täglich zusammenzuarbeiten, die Ideen zusammenzutragen, was zusammenzubauen, sich zu unterhalten oder schwierige Situationen zu besprechen, sich zu beraten. Also es gab ganz viele tolle Momente. Am Anfang noch nicht, aber dann nach einer Weile habe ich viele, viele junge Leute auf jeden Fall kennengelernt außerhalb der Community und alle auch in meinem Alter, es waren alles Studenten und das war dann auch schön, weil das war nochmal eine ganz, ganz andere Sicht, also es war eine ganz andere Gruppe quasi, eine ganz andere Gruppe der Gesellschaft irgendwie und es hat mir nochmal, also von einer ganz anderen Seite konnte ich mir die Kultur nochmal angucken und mit den Leuten konnte ich auch wirklich
schön tiefgründige Gespräche führen, weil halt die Sprachbarriere gar nicht mehr da war. Und mit denen konnte ich reflektieren, die haben mir auch viel geholfen, die haben mir sehr, sehr viel gezeigt, einfach in der Stadt, die haben mich mitgenommen und auch irgendwie ins Nachtleben und einfach so das, was halt die jungen Leute dort machen. Und das war einfach sehr, sehr schön, weil das war dann gar nicht so anders wie hier. Also es war schon anders als in Deutschland, aber da sitzt man dann trotzdem auch zusammen abends und trinkt ein Bier und unterhält sich so. Also es war einfach ein total tolles freundschaftliches Verhältnis. Und die Freunde habe ich auch immer noch, zu denen habe ich nach wie vor Kontakt. So. Also die sind echt, also habe echt besondere Menschen da getroffen, in der Einsatzstelle und außerhalb der Einsatzstelle, und bin dann auch mit Leuten unterwegs gewesen, auch im Land und so. Also ja, die Menschen vergesse ich auf jeden Fall nie.